Guten Abend, verehrtes Publikum. Mein Name ist Hajo Köhn. Ich bin Sprecher der Initiative Neue Geldordnung. Wir machen monatlich hier im Club Voltaire eine Veranstaltung mit dem Namen Bausteine einer neuen Geldordnung. Heute haben wir das Vergnügen, als Referenten Norbert Hering hier zu haben. Viele werden ihn kennen als Bloggisten, als Handelsblattredakteur, als ausgewiesenen Wirtschaftsfachmann und Beobachter, kritischen Beobachter von Wirtschaft und speziell dem Thema Geld. Er wird heute Abend Ihnen sein neues Buch vorstellen, Schönes Neues Geld. Und schon den Werbeblock beginnend, der Verlag war so freundlich, einige Exemplare mitzubringen. Sie können es dann nachher erwerben und ich denke mal mit Unterschrift und Kommentierung. Na wunderbar. Nun, ich will Ihnen nicht lange aufhalten. Ich habe nichts mehr zu sagen, als dass ich mich persönlich auch freue, von ihm seine neuen Erkenntnisse vermittelt zu bekommen. Ich wünsche allen einen lehrreichen und vergnüglichen Abend und gebe das Wort an Norbert Hering. Vielen Dank. Bin ich nah genug dran? Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist sehr schön, dass dieses Thema solche Resonanz findet. Es ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist, deswegen freut es mich besonders. Ich will Ihnen ganz kurz den Hintergrund erklären. Es ist 3 Jahre her, 2015, da habe ich gemerkt, bei meiner Arbeit als Redakteur, da läuft was in Sachen Geld, Bargeld. Das ist nicht die natürliche Entwicklung, die uns da vorgespielt wird, dass Bargeld immer weniger genutzt wird, weil das andere praktischer ist, sondern da ist mehr dahinter. Auslöser war eine Geheimkonferenz, geheim in Anführungszeichen, der Schweizer Notenbank zusammen mit, wer war noch dabei, eine Hedgefonds-Stiftung in London, die fand in London statt, war nicht angekündigt, Presse war nicht zugelassen. Da ging es wie man das Bargeld loswerden könnte. Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe angefangen zu recherchieren und das Ergebnis war das erste Buch zum Thema die Abschaffung des Bargelds und die Folgen. Da ging es im Wesentlichen um dieses Thema, da läuft was und so die Indizien zusammengetragen, dass da mehr dahinter ist und außerdem so die Theorie dahinter, was ist Geld, welche Arten von Geld gibt es. Als das Buch rauskam, ging es dann erst richtig los. Januar 2016, erinnern Sie sich vielleicht, da ging es richtig choreografiert zur Sache. Binnen weniger Tage hat zuerst der damalige deutsche Bankchef beim Weltwirtschaftsforum gesagt, in 10 Jahren gibt es kein Bargeld mehr, das sind wir bald los. Dann hat ein paar Tage später die SPD-Fraktion im Bundestag eine Bargeldobergrenze gefordert und die Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Und wieder ein paar Tage später hat der Finanzminister Schäuble gesagt, ja, die Obergrenze des Bargelds sollte man europaweit einführen und das ging dann an die EU-Kommission. War natürlich kein Zufall, das war genau die Kampagne, die ich vermutet habe. Und dann habe ich weiter recherchiert und das, was da noch so Vermutungen waren, wer damit zusammenhängt, wer das macht, das habe ich danach dann ausrecherchiert und das ist ein großer Teil dieses neuen Buches und dann geht es eben auch noch darum, wo das hinführen soll, wie so eine neue Geldordnung ohne Bargeld aussehen würde und warum man sich da ganz schön davor gruseln muss. Ich gehe gleich in medias res. Sie haben wahrscheinlich der ein oder andere oder die andere davon gelesen. Im Juli wurde bekannt, ging durch die Presse, dass der Iran in Form einer iranischen Staatsbank
von seinem Bundesbankkonto 300 Millionen Euro abheben wollte, um sie in Bar in den Iran zu fliegen. Daraufhin hat sich sofort der amerikanische Botschafter gemeldet und in seiner gewohnt burschikosen oder kolonialen Manier öffentlich die Bundesregierung aufgefordert oder ihr befohlen, kann man schon sagen, das zu unterbinden. Die Amerikaner haben dann irgendwelche Terrorfinanzierungsvorwürfe in den Raum gestellt, von denen die Bundesregierung gesagt hat, das überzeugt uns nicht. Dass das Geld legal erworben ist, ist unzweifelhaft. Es gab ja das Iran-Abkommen, das waren alles legale Geschäfte. Aber das hat nichts genützt. Vor kurzem hat der Iran bzw. diese Bank ihr Ansinnen zurückgezogen und will das Bargeld jetzt nicht mehr haben. Sicherlich wegen Aussichtslosigkeit, weil sie es einfach nicht gekriegt haben, widerrechtlich, weil das Versprechen ist ja, dass so ein Konto bei der Bundesbank jederzeit in Bargeld einlösbar ist. Das erzähle ich, weil es einerseits so schön deutlich macht, dass die Frage, ob wir Bargeld behalten oder nicht, eine eminent politische Frage ist und eben nicht eine technische Frage, was ist jetzt praktischer, Bargeld oder Buchgeld. Und zum anderen, weil es halt auch schon sehr gut darauf hinzeigt, wo das herkommt. Das wird sich nämlich zeigen, dass diese ganze Kampagne praktisch alles aus den USA kommt und aus gutem Grund. Das hat man auch schon gesehen bei der Abschaffung des 500-Euro-Scheins. Da gab es ja praktisch keine Diskussion in Europa, dass irgendwie bei uns die Forderung gewesen wäre, das ist ein Problem mit dem 500-Euro-Schein, zu viel Kriminalität wird damit unterstützt, sondern die Vorgeschichte war lediglich, dass Larry Summers, der frühere Finanzminister der USA, und Ken Rogoff, der Wissenschaftler und frühere Chefvolkswirt vom Internationalen Währungsfonds, die haben ein paar Artikel geschrieben in angelsächsischen Zeitungen, die auch bei uns gelesen werden, FT und Washington Post, und haben Studien in Anführungszeichen rausgebracht, wie schlimm das Bargeld ist. Und die haben sie bei den Regierungen und vor allem Notenbanken der G20 verteilt. Larry Summers hat ja die G20 gegründet, also die Gruppe der 20 wichtigsten Industrienationen, auf diese Weise auch zur EZB. Und nach ein paar Wochen hat die EZB dann Vollzug gemeldet und beschlossen, den 500-Euro-Schein abzuschaffen. Also da konnte man ganz gut sehen, wo das herkommt. Ja, also wenn man so zurückdenkt, gab ja den 1000-D-Mark-Schein, der auf Druck des Handels eingeführt wurde damals. Wenn man die Kaufkraft betrachtet, dann war der viermal so viel wert wie der 500-Euro-Schein. Ich will trotzdem nicht sagen, dass das jetzt schlimm wäre an sich, wenn der 500-Euro-Schein weg ist. Wenn es den nie gegeben hätte, würde man ihn auch nicht so vermissen. Aber gerade Ken Rogoff und andere, die haben das explizit so aufgeschrieben, ihre Strategie, das Bargeld loszuwerden, ist, die größten Scheine abzuschaffen und dann die zweitgrößten und dann die drittgrößten und irgendwann bei 10 Euro aufzuhören, sagen die einen, die anderen wollen es ganz loswerden. Also ist ganz klar, dass das eben nicht um den 500-Euro-Schein an sich geht, sondern Teil einer Strategie ist. Ein klein bisschen Theorie muss ich machen. Ich versuche es ganz, bevor wir zu den Zielen und Treibern kommen, ist die Frage, was ist das Besondere an Bargeld im Vergleich zu Buchgeld oder digitalem Geld? Warum ist das so ein Ding, ob die Iraner ihr Geld jetzt als Guthaben bei der Bundesbank haben oder als das, was eigentlich immer gleichwertig betrachtet wird, Bargeld, was ja auch Bundesbankgeld ist oder in dem Fall EZB-Geld. Nur das Besondere von Bargeld ist, dass es richtiges Geld ist. Bargeld ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Der Staat garantiert uns eigentlich,
dass wenn wir arbeiten für Geld oder was verkaufen für Geld und dafür diese bedruckten Zettel nehmen, dass wir uns dafür jederzeit wieder das kaufen können, was wir haben wollen, dass die anderen das akzeptieren werden. Buchgeld dagegen hat seinen Namen davon, dass es historisch zumindest nichts weiter war als ein Eintrag in einem Bankbuch. Die Bank führt ihr Buch und sagt dem schuldig was. Also man hat der Bank Kredit gegeben und die Bank schuldet mir was und das steht im Bankbuch drin. Heute wird man sagen, sagt man eher digitales Geld, auch wenn sich der Name erhalten hat, weil es eben im, in der Datenbank der Bank drin steht, rein digital diese Forderung. Dass es jetzt Geld ist, liegt daran, dass de facto der Staat jetzt doch wieder dafür garantiert, dass es akzeptiert wird, indem er ein Bankenzahlungsverkehrssystem geschaffen hat über seine Zentralbanken, das dafür sorgt, dass das Guthaben bei einer Bank ohne weiteres übertragbar ist im Guthaben für jemand anders bei einer anderen Bank. Und auf diese Weise kann man mit diesen Guthaben zahlen, wie wenn man Schuldscheine rumreichen würde, die allgemein akzeptiert werden. Und von daher hat dieses Buchgeld im normalen Verkehr die gleiche Funktion wie Bargeld. Allerdings, und dann kommen wir auf die wichtigen Unterschiede, das ist nur ein zweifach bedingter Anspruch auf richtiges Geld, was man in diesen Büchern oder Computerdatenbanken stehen hat. Die eine Bedingtheit ist, dass wenn die Bank pleite geht, dann kriege ich auch kein Geld, mein Geld nicht, es sei denn, jemand garantiert dafür und tritt dafür ein. Das hat war in der Vergangenheit immer der Staat, der hat eigentlich immer die Einleger geschützt. Da kann man sich heute nicht mehr so drauf verlassen. Die Zyprer haben es gelernt, wer da sein Konto bei der falschen Bank war, hatte, und das war die halbe Insel, der hat die Hälfte verloren. Wenn ein Pensionsfonds da sein Geld hatte, dann haben die, die die Renten kriegen sollten, auch einen Teil ihrer Rente verloren. In Griechenland war es ähnlich. Also wenn es kritisch wird, dann kriegt man es vielleicht schon nicht mehr. Inzwischen ist es auch institutionalisiert, weil das dem Staat zu teuer geworden ist. Jetzt gibt es die Gesetze zur Gläubigerhaftung von der EU, die besagen, dass bevor der Staat einer Bank hilft, müssen erst die Gläubiger einen Teil des Schadens tragen. Da wird immer so getan, als ob das die Anleihegläubiger sind, aber im Wesentlichen sind das halt die Einleger, weil wir sind rechtlich Gläubiger der Bank. Das heißt, da muss man erstmal sein Geld verlieren, bevor der Staat nochmal was zahlt. Das ist die eine Bedingtheit, auf die soll es jetzt heute Abend nicht mehr ankommen, auch wenn sie sehr wichtig ist. Die andere ist die, die ist jetzt in dem Iran-Fall wichtiger. Mit Bargeld kann man selber zahlen. Bargeld habe ich nicht nur im Eigentum, sondern auch im Besitz. Und ich kann selber damit zahlen. Ich entscheide, wem ich das gebe, gebe es dem selber. Das kriegt keiner mit und da kann auch im Zweifel keiner was dagegen tun. Wenn ich mit Buchgeld zahle, dann sind immer Mittelsmänner drin. Das ist die Bank, die Kreditkartengesellschaft, bei mobilem Geld die Telekomgesellschaft und noch ein paar Dienstleister sind da dazwischen. Also das können leicht 5 oder 6 Mittelsmänner sein, die diese Transaktion für mich ausführen. Also ich kann gar nicht selber zahlen, sondern ich bitte die Mittelsmänner, sorgt doch dafür, dass der das Geld kriegt und die machen das dann. Und auf jeder dieser Stationen wird es registriert, gespeichert, analysiert und ewig aufgehoben. Und mindestens eine, wahrscheinlich meistens 3 oder 4 von diesen Mittelsmännern empfangen auch ihre Befehle aus Washington. Das heißt, wenn Washington wie im Fall von Iran sagen würde, die Zahlung ist nicht auszuführen, dann wird die eben nicht ausgeführt und dann können wir entsprechend so nicht zahlen. Und das ist genau das,
warum der Iran eben Bargeld braucht, weil Hintergrund ist ja, dass die USA aus dem Iran-Abkommen ausgestiegen sind und Sanktionen wieder in Kraft gesetzt haben, die sie jetzt völkerrechtswidrig versuchen, der ganzen Welt aufzudrücken. Die Transaktionen mit Iran sind völkerrechtlich völlig legal, aber die USA wollen nicht, dass sie stattfinden. Und bei Buchgeldverkehr haben die USA das unter Kontrolle, ob die stattfinden. Dadurch, dass alles aufgezeichnet wird von Visa oder in den entsprechenden Bankentransfersystemen, wissen sie auch alles, was passiert. Also die amerikanischen Dienste haben auf diese Datenbanken vollen Zugriff. Zum Teil legal, zum großen Teil. Und wo das nicht der Fall ist, passiert es eben so. Und von daher lassen sich Zahlungen übers, es wird gern offizielle Finanzsystem genannt, ich habe keinen anderen Ausdruck, aber es ist eigentlich nichts offiziell dran, weil Bargeld ist auch offiziell. Aber diese Zahlungen lassen sich praktisch nicht ohne Kenntnis der Amerikaner machen und deswegen brauchen die Iraner Bargeld. Iranische Geschäftsleute können, wenn sie auf Reisen gehen, ihre Hotels und ihre Flüge praktisch nur noch mit Bargeld bezahlen. Und wenn der Iran einkauft, ist Bargeld auch ganz attraktiv. Und umgekehrt für die Iraner, die ihre Sanktionsmacht verteidigen wollen, bedeutet es eben, dass sie verhindern müssen, dass der Iran größere Mengen Bargeld kriegt, wie er sie eigentlich kriegen könnte, weil er hat überall legales Geld. Und wenn er das in Bargeld nach Teheran schafft, dann kann er damit auch bezahlen. Das ist es, was letztlich dahinter steht. Es steht einiges dahinter, aber in großer Linie, warum das alles von den USA so stark ausgeht, der Kampf gegen das Bargeld, ist eben diese Verteidigung der Sanktionsmacht, die die USA haben und ihr Ausbau. Wenn man sich das erstmal klar macht, was da eigentlich passiert ist, dann ist es ja schon irritierend, ne? Wenn man denkt, Deutschland ist ein souveräner Staat und will also seinen rechtlichen Verpflichtungen nachkommen und legales Geld in eine andere Form transferieren, auf das der Inhaber Anspruch hat. Und dann kommt ein Botschafter von einem anderen Staat und sagt, unterbindet das gefälligst. Und der wird nicht des Landes verwiesen, sondern das wird direkt umgesetzt. Da muss also schon sehr viel Druck und Macht dahinter sein. Weil das ist ja schon peinlich, ne? Da gibt es jetzt die einen, die sagen, na, die Besatzungsstatuten gelten weiter. Ich habe da keine Position dazu, habe mich auch nicht näher damit befasst. Aber man muss gar nicht dahin gehen, sondern diese Macht resultiert auch allein schon aus dem Finanzsystem. Und wo sie herkommt, ist im Prinzip Standardwissen. Der Dollar ist Weltleitwährung und sehr wichtig. Und derjenige, der diese Währung kontrolliert, hat auch Macht. Ne? Da sage ich nichts Neues. Aber wie weit das geht, das ist, glaube ich, den allerwenigsten bewusst. Das führt nämlich dazu, dass zum Beispiel die Commerzbank unter einem amerikanischen Chefaufseher operiert, dass französische Banken, ich will sie jetzt nicht nennen, weil ich es vielleicht verwechsle, aber ein oder zwei haben zweistellige Milliardenbeträge an Strafen gezahlt. Und zwar nicht auf Gerichtsurteil, sondern freihändig verfügt vom amerikanischen Finanzministerium. Und die Banken sagen, okay, einverstanden, zahlen wir. Die Deutsche Bank
hatte vor etwa ein, zwei Jahren, standen 14 Milliarden Euro Strafe vom Finanzministerium in den USA im Raum, was die Deutsche Bank wahrscheinlich damals schon in Ruin getrieben hätte. Und nach ein paar Monaten Verhandlungen wurden es dann 7 Milliarden und damit konnte sie dann noch zumindest schlecht und recht weiter operieren. Das kommt daher, dass bei praktisch allem, was an internationalen Finanztransaktionen stattfindet, der Dollar beteiligt ist. Wenn wir von hier jemand Geld zum Beispiel nach Mexiko transferiert, das von Euro in mexikanische Pesos umgewandelt werden muss, dann wird das zuerst in Dollar getauscht, was bedeutet ein Dollarguthaben bei einer amerikanischen Bank. Und von diesem Dollarguthaben bei einer amerikanischen Bank dann in ein Peso-Guthaben umgetauscht. Und wenn Geld von hier nach Südamerika oder Afrika transferiert wird, dann läuft das normalerweise aus solchen Gründen und aus anderen auf eine Zwischenstufe über New York. Und das bedeutet, wenn ich als fürs internationale Geschäft immer mit Dollar handeln muss, bedeutet das, dass ich eine Dollarlizenz brauche. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich im internationalen Geschäft nicht mehr tätig sein. Und das amerikanische Finanzministerium hat die Macht, diese Lizenz zu geben oder zu entziehen. Und diese Macht nutzt sie ziemlich freimütig. Und die ist immer im Hintergrund, wenn dann so einer französischen Bank 12 Milliarden oder so mal schnell aufgedrückt werden. Die könnten ja sagen, zahlen wir nicht. Ne? Erstmal völkerrechtsverbindliches Gutachten, Urteil, was auch völkerrechtsmäßig Bestand hat. Aber das macht niemand, weil das Finanzministerium sagt, gut, dann wird deine Dollarlizenz entzogen und dann ist so eine Bank wie BNP Paribas ist dann direkt pleite, weil die kann sich nicht mal schnell aufs lokale Geschäft zurückziehen. Bei der Deutschen Bank natürlich das Gleiche und bei der Commerzbank auch. Das heißt, das amerikanische Finanzministerium hat praktisch willkürlich die Möglichkeit, jede große und größte Bank fast jedes Landes von heute auf morgen in den Ruin zu treiben. Und das bringt natürlich unglaubliche Macht, den nicht nur den Banken gegenüber, sondern auch den Regierungen gegenüber. Die deutsche Bundesregierung wird natürlich sehr viel tun und sehr viel Zugeständnisse machen, damit die Deutsche Bank nicht plötzlich pleite ist, weil sie irgendwie Dollarlizenz verliert oder 15 Milliarden Strafe zahlen muss. Also das reicht schon, dass man eigentlich jeder Regierung, wenn es einem wichtig genug ist, aus US-Sicht sagen kann, was sie zu tun hat. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nee, wir machen es erstmal zu Ende. Okay, merken bitte, ja. Zeit genug. Ich fürchte auch, dass ich so viel zu sagen habe, dass es sonst zu lang dauert. Bill Gates kennen Sie wahrscheinlich, der Gründer von Microsoft und jetzt Lenker der reichsten Stiftung der Welt, der Bill und Melinda Gates Stiftung. Der hat 2015 mal sehr schön ausgedrückt, warum die Abschaffung des Bargelds genau dazu dient, diese Macht, die Washington hat, auszubauen und zu verteidigen. Das war bei einem Forum für finanzielle Inklusion in Washington, wo er sich unter seinesgleichen fühlte, was diese finanzielle Inklusion ist, da werden wir noch dazu kommen. Da sagte er, die amerikanische Regierung muss dafür sorgen, dass alle Transaktionen in einem System stattfinden, in dem die Regierung, also die amerikanische, jede Transaktion nachverfolgen kann, die sie kennen sollte und jede Transaktion blockieren kann, die blockiert werden sollte. Also alles soll in dem System stattfinden und bei Bargeld ist das halt nicht der Fall, weil Bargeld nicht automatisiert nachverfolgt werden kann. Iran ist klar, das ist genau der Fall. Da sollen die Transaktionen in das System gezwungen werden durch Abschaffung von Bargeld für den Iran jetzt.
dass die Amerikaner sicher sein können, dass jeder weiß, dass jede Transaktion mit dem Iran ihnen bekannt wird, dass sie die blockieren können und dass sie die, die trotzdem diese Transaktionen ausführen, dann auch wieder mit Sanktionen belegen kann. Das ist ja die Drohung im Hintergrund. Ist aber bei weitem nicht nur Fälle wie der Iran. Das geht durchaus auch feinkörniger und profaner zu. Es war um 2011, da hat die amerikanische Regierung mal entschieden, dass sie das Verbot, das nationale von Internetglücksspiel, was den amerikanischen Casinos eben die Konkurrenz vom Leib halten soll, dass sie das weltweit durchsetzen wollte. Und das hat sie so gemacht, indem sie bei 5 oder 6 amerikanischen Unternehmen angerufen hat, nämlich Visa, Mastercard, PayPal, American Express und noch 2, 3 anderen, und die gebeten hat, doch bitte Unternehmen dieser Art, also Poker-Webseiten oder selbst Backgammon, was ich spiele, konnte man dann nicht mehr spielen, weil es als Glücksspiel zählt, das zu unterbinden. Die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und dann konnte da halt kein Geld mehr hin transferiert werden. Bis die sich einer, ein irischer Chef von so einer Webseite, wurde zwischendurch mal auch ins Gefängnis gesteckt, als er einen Fehler gemacht hat, nach Amerika zu kommen. Und nach einiger Zeit hat sich das dann so geregelt, dass die alle sich irgendwie unterworfen haben und mit technischen und sonstigen Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass kein Amerikaner da mehr spielen kann. Anderer Fall ist WikiLeaks, da wird es dann schon wieder politischer, die Enthüllungsplattform. Die sind auch abgeschnitten worden vom Geldverkehr, ging sogar so weit, dass kürzlich eine Bitcoin-Börse, die von aus ihrem Programm genommen hat, also Transfers zu WikiLeaks unterbunden hat, die größte Bitcoin-Börse, glaube ich, mit Sitz in San Francisco. Anderer aktueller Fall ist Uruguay. Dort hat die Regierung das gemacht, was auch amerikanische Bundesstaaten machen, und hat Cannabis, also die kontrollierte Abgabe von Cannabis über Apotheken legalisiert, um die Drogenkriminalität einzudämmen. Das hat dann sehr schnell dazu geführt, dass die Hausbanken der Apotheken, die da beteiligt sind, Post aus New York gekriegt haben, mit der Drohung, wenn sie den Apotheken weiter die Konten führen, dann werden ihnen selber die Konten in New York gesperrt. Das heißt, die können dann nicht mehr am internationalen Geschäft teilnehmen. Daraufhin sind die Konten alle gekündigt worden. Dann hat die größte staatliche Bank Uruguays hat diese Konten dann übernommen, hat sofort auch diese Post aus Washington bekommen und hat auch sofort klein beigegeben und diese Konten gesperrt. Das heißt, die Apotheken haben jetzt alle keine Konten mehr. Das Programm läuft weiter, aber eben nur auf Bargeldbasis mit denen, die es unter den Bedingungen noch mitmachen. Und wenn es kein Bargeld gäbe, dann könnte es halt gar nicht stattfinden. Und das Verrückte dran ist, das ist auch gar nichts, zumindest soweit man weiß, was den Amerikanern jetzt wichtig wäre. Das ist eigentlich mehr so ein Versehen, weil es so unwichtig ist. Für die Bundesstaaten hat die Regierung den Banken extra Dispens gegeben und gesagt, wenn er da in diesen Bundesstaaten, wo es legalisiert ist, also ich habe vergessen zu erwähnen, es gibt dieses Gesetz in Amerika, das extra sagt, die Banken dürfen sich an nichts beteiligen, was mit Drogen zu tun hat. Genau, ein Wortlaut kenne ich jetzt nicht. Und für diese Programme in den USA haben sie Dispens gekriegt. Trauen sie sich zwar auch nicht recht ran und die meisten machen es trotzdem nicht, aber rein rechtlich waren sie zumindest einigermaßen sicher. Für Uruguay hat sich jetzt keiner die Mühe gemacht, das zu machen, und deswegen haben die Banken da ganz automatisch, ganz rigoros gesagt, Kontokündigung, was dann zu dem perversen Ergebnis geführt hat, dass selbst für die größte Staatsbank Uruguays, also in staatlichem Besitz, ein nationales Gesetz in den USA
wichtiger war als das heimische Gesetz und der Wille der heimischen Regierung. So weit geht das. Und um wegzukommen von diesem Blockieren, wo man vielleicht sagen könnte, naja, das sind alles ein bisschen exotische Sachen, kommen wir ein bisschen näher zu uns. Das war vor ein paar Monaten, hat die FAZ aufgedeckt. Es gibt einige Banken in Deutschland, die, wenn man seine Kreditkarte nutzt, um irgendetwas, was mit Glücksspiel zu tun hat, zu bezahlen, also im Wettbüro oder im Casino, wahrscheinlich auch beim Poker oder Backgammon spielen, dann gibt es einen Aufschlag von plus minus 5% auf die normale Kreditkartengebühr, was irgendwo tief in den AGBs versteckt war und irgendwie schwer zu verstehen ist. Die Begründungen der Banken waren auch ziemlich windig und komisch, aber das zeigt auch, welches Lenkungspotenzial da drin ist, dass man wirklich sagen kann, unerwünschter Konsum oder unerwünschte Aktivitäten, die werden einfach mit einem Aufschlag bezahlt. Das hat gleichzeitig dieser Vorfall hat dann auch ein bisschen breiter bekannt gemacht. Mir war es vorher auch nicht klar, dass alle Zahlungsempfänger einen Identifizierungscode haben, der sie klassifiziert. Sonst wäre das ja nicht möglich. Also Glücksspiel hat einen bestimmten Code und wenn eine Zahlung an einen Empfänger mit diesem Code geht, dann kann man eben sagen, das kostet 5% extra. Es gibt auch einen Code für Eheberatung, Rechtsberatung und sowas. Es gibt auch einen für Escort-Services und Verwandtes. Da kann man sich jetzt schon ausmalen, was das für Implikationen hat, wenn jeder Zahlungsvorgang nicht nur im großen Rauschen, das geht an den mit dem Namen und mit jenem Namen untergeht, sondern auch mit einem Code versehen ist, was man da bezahlt und wann, wie viel. Stellen Sie sich nur vor, Sie wollen einen Kredit haben und die Bank, die darüber entscheidet, die hat ihre Zahlungsinformationen, hat sie ja, und sieht, guckt da rein und sieht, Rechtsberatung, Eheberatung und sowas. Eieieiei, da steht vielleicht eine Scheidung bevor. Der hat vielleicht bald nicht mehr so viel Geld, wie es jetzt aussieht. Und Sie werden überhaupt nicht erfahren oder irgendwie mitkriegen, warum Sie jetzt plötzlich keinen Kredit mehr kriegen. Also das sind ganz jenseits von diesem Lenkungspotenzial, was da von ganz oben ausgeht, dann schon bedenkliche Konsequenzen. Es leitet auch über dazu, dass es durchaus nicht nur die US-Regierung ist, die Interesse daran hat, ganz genau zu wissen, was die Bürger so tun und mit wem und das kontrollieren können. Speziell China ist da begeistert mit dabei, Türkei und Russland, die Regierung da wollen auch gern das Bargeld loswerden, die machen da auch gern mit und auch Deutschland und andere westliche Regierungen stehen ja auch nicht im Ruf, sich nicht dafür zu interessieren, was ihre Bürger so machen finanziell und anderweitig so die ganzen Bestrebungen mit Vorratsdatenspeicherungen und sowas sind ja doch sehr intensiv. Wenn es um die Finanzdinge geht, dann ist da ja immer eine Erklärung parat. Es geht darum, Geldwäsche zu unterbinden, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung. Klingt alles ganz gut und vernünftig. Aber man muss sich ja schon klar machen, dass es auch noch sowas wie bürgerliche Freiheiten gibt, die aus gutem Grund gerade gegen diese Tendenz der Regierung, immer mehr Macht über die Bürger haben zu wollen, durchgesetzt wurden. Die haben ja ihren guten Grund
Und das Normale ist eben, dass da ein Parlament da ist, das als Anwalt der Bürger dafür sorgt, dass es irgendwie austariert wird. Der Wunsch der Regierung nach Kontrolle und der Wunsch der Bürger nach Privatheit und Selbstbestimmtheit. Funktioniert ja auch zumindest der Richtung nach mal besser, mal schlechter, aber das findet statt, wenn es wieder ein Telekom-Überwachungsgesetz gibt, Vorratsdatenspeicherung und so, wird heftig drüber diskutiert im Parlament, vielleicht geht es durch, vielleicht nicht, in der Öffentlichkeit auch. Also zumindest die Auseinandersetzung findet statt. Was nicht stattfindet, ist das Gleiche in Finanzdingen. Da ist mangels dieser Diskussion kaum jemand klar, dass die Überwachung da mehrere Potenzen über der ist von Telekommunikationsdaten. Also das ist praktisch ein Klacks. Da geht es darum, ob Metadaten, also wer mit wem wie lange telefoniert, gespeichert werden. Bei Finanzfragen, wenn ich irgendwas überweise, dann wird nicht gespeichert, an wen das geht und es wird alles gespeichert, ne? An wen das geht, wie viel. Es wird nicht 3 Monate auf Vorrat gespeichert, sondern es wird im Normalfall 30 bis 50 Jahre gespeichert, also so lang wie meine Kontobeziehung läuft, plus 10 Jahre, das sind also Jahrzehnte. Und es wird auch nicht nur gespeichert und auf Vorrat gehalten, sondern es wird und es muss auch laufend analysiert, kontrolliert und auf Muster untersucht werden. Und die Bank ist verpflichtet, wenn sie irgendein Muster erkennt, ihren Kunden auch anzuzeigen. Also das geht extrem viel weiter als bei der Telekom-Überwachung. Und trotzdem gibt es keine Diskussion drüber. Uns ist kaum bekannt. Und wie das geht, wie diejenigen, die das vorantreiben, diese Überwachung, und um nichts anderes geht es ja bei der Bargeldabschaffung, das Bargeld loszuwerden, also es geht auch um anderes, aber das ist bei mir heute im Vordergrund, das Bargeld loszuwerden, damit man sich dieser Überwachung nicht entziehen kann, indem man gerade die besonders interessanten Transaktionen jetzt bar ausführt. Das ist ja lästig, ne? Das heißt ja, dass die Dossiers, die da geführt werden, über uns stark entwertet sind, wenn wir alles, was interessant ist, potenziell mit Bargeld machen. Also gerade wenn wir irgendwie zum Scheidungsanwalt gehen, wenn wir schlau genug sind, oder wenn jetzt jemand Escort-Services, jemand, der vielleicht noch öffentlich exponiert ist und dadurch erpressbar wird, der wird das auch mit Bargeld machen wollen. All diese Dinge, das ist ja furchtbar lästig für diese Überwachung. Und wie das geht, dass das diese Aktionen an den Parlamenten vorbei gebracht werden, sodass die Gesetz werden, ohne dass es irgendeine Diskussion in der Öffentlichkeit oder im Parlament gibt, das ist eines der Hauptthemen in meinem Buch. Wobei das Interessante ist, dass man da gar nicht irgendwie furchtbar investigativ unterwegs sein muss. Wenn man mal die ersten Anfasser gefunden hat, ist das alles öffentlich da. Aber es ist in voller Öffentlichkeit irgendwie versteckt hinter ein paar Codewörtern und hinter einem Narrativ, der einfach alles in eine ganz andere Einkleidung bringt. Damit ich sie nicht mit zu vielen Institutionen, die dann kommen, verwirre, will ich das knapper halten und stattdessen erstmal auf die Hauptakteure eingehen, die sich dann zu diesen Institutionen zusammenschließen. Da ist einmal die US-Regierung natürlich ganz oben als Treiber, Regierung im weiteren Sinne. Was heißen soll, das ist jetzt nicht die Trump-Regierung konkret, sondern das war bei Obama, ist das so richtig gemacht worden, vorher vorbereitet. Also es geht um die Strukturen, die für die Regelmäßigkeit im Regierungshandeln da sorgen, auch über die Administration hinweg. Dann sind in der zweiten Reihe die engsten Alliierten der amerikanischen Regierung in dieser Sache. Das sind
die amerikanischen Konzerne aus einerseits der Finanzbranche und andererseits dem Silicon Valley, also IT-Branche von der Westküste, die jede in ihrem Gebiet ja global dominierend sind, die ganz besonders die IT-Branche. Es gibt ja nichts, was nicht irgendwie Microsoft ist oder und Facebook, Google. PayPal ist mit Abstand der dominierende Abwickler im Interneteinkauf, Zahlungsverkehr. Amazon kriegt eine immer stärkere Stellung im Internethandel. Praktisch, also in ganz vielen Ländern der Welt dominieren die den Internethandel. Bei den Banken ist nicht mehr ganz so extrem, aber letztlich auch ähnlich. Und die sind beide sind aus zwei Gründen die natürlichen Partner der Regierung, einerseits, weil sie ein ganz elementares Interesse daran haben, das Bargeld zu beseitigen. Visa und Mastercard haben sogar 2005 bis etwa 2010 ganz klar aus kommerziellen Gründen einen Krieg gegen das Bargeld ausgerufen. Also jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber vor Aktienanalysten und so war das ihr Schlachtruf. Wir werden das Bargeld los und dann machen wir viel mehr Gewinn, weil ja die Finanzbranche eben ihre Prozente kriegt bei Digitaltransaktionen, aber eben nicht bei Bargeld. Und für die Banken kostet sogar was, mit Bargeld umzugehen. Und auf der IT-Seite ganz ähnlich. Die verdienen an der IT-Infrastruktur, die ja immer dahinter liegt, die sie bereitstellen müssen. Und sie, was viel wichtiger ist wahrscheinlich, sie kriegen die Daten. Und Finanzdaten sind ja so die wertvollsten Daten unter kommerziellen Gesichtspunkten. Von daher originäres Interesse. Und zum anderen sind sie auch, wie wir spätestens seit Edward Snowden und seinen Enthüllungen wissen, auch seit langem die engsten Informationslieferanten und Kooperationspartner der Geheimdienste dort. Die amerikanischen Geheimdienste wollen ja von der ganzen Welt wissen, was da läuft. Und das erfahren sie eben über die amerikanischen Finanzdienstleister und die amerikanischen IT-Unternehmen. Wenn sie da nicht in den Datenräumen sitzen könnten, könnten sie das ja unmöglich alles mitkriegen und diese riesigen Überwachungsprogramme haben. Von daher, weil diese Interessenharmonie so da ist, ist es vielleicht auch kein Wunder, dass die das sogar institutionalisiert haben und gemeinsam eine Institution mit Namen Better Than Cash Alliance gegründet haben, also zu Deutsch Besser als Bargeld Allianz, mit dem erklärten Ziel, was sich schon im Namen widerspiegelt, das Bargeld weltweit zurückzudrängen und loszuwerden. Überraschend ist vielleicht nur, dass sie das so halb öffentlich machen, aber andererseits hat es bis vor kurzem auch noch keiner gewusst, weil die Webseiten, wo das alles steht und die Broschüren, die sind halt nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die Regierungen und Institutionen, die da mit reingezogen und ins Boot geholt werden sollen. Aber Pressekonferenzen oder sowas gibt es ja nicht, und wenn jemand versehentlich da drauf stößt auf die Webseiten, ist das schon so langweilig formuliert, dass man sich schnell wieder abwendet. Also der Teil ist diese öffentlich-private Partnerschaft aus den USA, aber damit hört es nicht auf, sondern der andere Teil der Kampagne sind jetzt, und da wird es ein bisschen erschreckender, die G20-Regierungen und Notenbanken, also auch die Bundesbank und die Bundesregierung, die sind da auch mit dabei. Und zwar heißt das globale Partnerschaft für finanzielle Inklusion. Das wurde 2009 in die Wege geleitet. Finanzkrise, tiefste Finanzkrise, fing mal gerade so an, sich aus dem Allerschlimmsten zu berappeln. Da hatten natürlich alle anderes im Kopf als irgendwie finanzielle Inklusion, was immer das ist.
das haben wohl die Amerikaner genutzt, das denen unterzuschieben und sie darauf verpflichten zu lassen. Also vom, von der Idee her, vom Vorwand her sollte es eben heißen, ne, so, man soll da an sowas denken wie Eingliederung, zum Beispiel in der Schule von Kindern mit Handicap, dass die eben nicht ausgegrenzt werden, sondern mit der anderen, also so Warm-Glow-Effekt. Klingt alles nicht schlecht, haben sie alles mitgemacht und wahrscheinlich erst im Laufe der Jahre dann mitgekriegt, worauf sie sich da haben verpflichten lassen, und da wurde so langsam die Schraube angedreht, und weil es die Amerikaner sind, die es haben wollen, sagt natürlich auch keiner, jetzt machen wir nicht mehr mit. Ich will jemand anders zitieren, wenn es darum geht, was das ist, Dan Schulman. Der Chef von PayPal ist auch bei der, nicht direkt, aber indirekt über das Omidyar-Network bei der Better Than Cash Alliance dabei. Ich habe versäumt, die wichtigsten Teilnehmer aufzuzählen, will ich zur Vollständigkeit halber machen. Das ist das Omidyar-Network, das indirekt mit PayPal verbunden ist als Stiftung. Die Bill and Melinda Gates Stiftung, also letztlich Microsoft Geld, also die beiden würde ich mal als Silicon Valley Vertreter bezeichnen. Citigroup als früher größte Bank der Welt, jetzt immer noch Megabank, Mastercard und Visa und die US-Regierung natürlich. Also dieser Dan Schulman hat gesagt, als er gefragt wurde, was das ist: Finanzielle Inklusion ist ein Modewort, was bedeutet, die Leute ins System zu bringen. Wenn man das jetzt zusammenbringt mit dem, was aus gleichem Anlass zur gleichen Veranstaltung Bill Gates über das System gesagt hat, dann weiß man schon, was es ist. Wenn man weiter dazu nimmt, dass die Better Than Cash Alliance sofort zur wichtigsten Umsetzungspartnerin dieser G20 wie heißt Partnerschaft für finanzielle Inklusion erklärt wird, also die mit ihrem Ziel, das Bargeld abzuschaffen, dann wird auch schon deutlicher, worum es geht. Und wenn man dann noch hinzunimmt die Erfahrung von Indien, wo mit tatkräftiger Unterstützung und Antrieb von Bill Gates und der US-Regierung, wann war es, 2016, das Bargeld praktisch abgeschafft wurde, in einer überfallartigen Aktion, hat der Regierungschef sich hingestellt und gesagt, ab morgen gilt das ganze Geld nicht mehr, die beiden größten Scheine, was 85% des Bargeldumlaufs ausmachte, und das waren keine 500-Euro-Scheine, sondern die waren 7 und 14 Euro wert etwa. Das heißt, man musste das ganze Geld bei der Bank einzahlen, was bedeutete, dass die ganzen Leute wirklich nicht übertrieben tagelang in Banken anstanden, anstatt, und viele leben ja von der Hand in den Mund, anstatt sich irgendwie Geld zu verdienen. Auch danach konnte man praktisch kein Geld verdienen, zumindest 90% der Bevölkerung nicht, die keine Lesegeräte haben, und also Kartenlesegeräte oder so. Das ist ein Land, da gingen 93% aller Zahlungen mit Bargeld, und ein Rikscha-Fahrer oder ein kleiner Händler oder wer auch immer, die haben natürlich keine Möglichkeit, irgendwie digitales Geld entgegenzunehmen. Die konnten wochenlang fast gar nichts verdienen und monatelang gab es Schwierigkeiten. Also größte Schwierigkeiten für gerade die armen Menschen, wo es eigentlich immer heißt, oder wo es vom Vorwand her, die im Fokus stehen bei der finanziellen Inklusion, also denen soll eigentlich geholfen werden, indem ihnen ein Bankkonto gegeben wird, sodass sie am Bankzahlungsverkehr teilnehmen können und nicht mehr ausgeschlossen sind, weil die Ausgeschlossenen sind immer die Bargeldnutzer in dieser Diktion. Gerade die haben also furchtbar drunter gelitten. Wenn man aber geguckt hat, so die Kommentierung, dann Bill Gates und seine Stiftung, die amerikanische Regierung und alle möglichen Wissenschaftler, die auf der Payroll von der Gates-Stiftung standen, die haben alle diese
dieses indische Vorgehen gelobt, was man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass bei uns irgendjemand sich sowas trauen will. Also eine total autoritäre Maßnahme. Bei uns wäre es ja harmlos. Bei uns hat fast jeder eine Karte, ne? Und das wäre jetzt nicht schlimm. Aber trotzdem könnte sich das keiner erlauben. Und die haben das gelobt. Der Vorwand war zunächst die Begründung, man will gegen Schwarzgeld vorgehen, und die, die Schwarzgeld haben, die trauen sich nicht, das einzureichen, weil sie es nicht nachweisen können, und auf die Art enteignet man die. Das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass da gar nichts dran ist. Am Ende sind 99% des Geldes zurückgekommen und nicht 30% weggeblieben, wie man gedacht hatte. Und innerhalb von Wochen haben die die Begründung umgestellt auf finanzielle Inklusion und Modernisierung des Zahlungsverkehrs, Modernisierung Indiens, also das, was dazu geführt haben, dass viele arme Leute gestorben sind und noch viel mehr gelitten haben, das wird unter dem Vorwand finanzielle Inklusion verkauft. Also es ging ganz klar um ins System bringen und hat zu Ausschluss geführt, dass also eine große Mehrheit der Bevölkerung ausgeschlossen war vom Wirtschaftsleben, weil sie über kein Zahlungsmittel mehr verfügt haben. Obwohl das so ist, dass es diese globale Partnerschaft gegen das Bargeld, will ich sie jetzt mal nennen, gibt, ne? Und unsere Bundesregierung eigentlich immer das Gegenteil behauptet und die Bundesbank auch, trotzdem weiß keiner, dass das stattfindet. Die hat zwar auch ihre Webseite, also können Sie googeln, Global Partnership for Financial Inclusion oder GPFI, da finden Sie alles, aber es kennt keiner. Liegt dran, dass die sich natürlich gerne im Hintergrund halten und ist auch Absicht. Also es gibt tatsächlich ein Papier des Internationalen Währungsfonds, in dem den Regierungen empfohlen wird, dass sie bei der Bargeldabschaffung nicht zu direkt vorgehen sollen, sondern das nicht zugeben, dass sie Bargeld abschaffen wollen, sondern Begründungen wie Geldwäscheverhinderung und Terrorfinanzierung vorbringen sollen und das mit indirekten Maßnahmen machen, weil man weiß, steht also wirklich so drin, die Bürger wollen das nicht, das gibt Gegenwind, wenn man das zu offen macht, macht das lieber heimlich. Und das ist genau das, weil er empfiehlt auch Maßnahmen da, der IWF. Das sind auch genau die, die jetzt so stattfinden bei uns. Also das wurde fast 1:1 da übernommen. Aber ich will noch zu dem kommen, wie das stattfindet, dass diese Maßnahmen nicht diskutiert werden und so an den Parlamenten vorbei durchlaufen. Das hat man darüber gemacht, dass man sich von den Nationen entfernt hat und in so ein informelles, internationales Schattenreich ausgewichen ist, zu dem die G20 ja auch gehört. Die klingen ja immer so gut und offiziell, 20 wichtigste Regierungen von den größten Wirtschaftsnationen, ist aber nur letztlich rein rechtlich ein Kaffeeklatsch, also völlig informell, keinerlei Bindungswirkung, was natürlich nicht stimmt. Aber das hat eben den schönen Effekt, den gewollten Effekt, kann man auch so nachlesen, dass man sich nicht rechtfertigen muss. Man muss keinem Parlament Rechenschaft ablegen, wenn man tut ja nichts. Man verabredet ja nur völlig informelle Dinge. Und das wird in einem abgestuften Prozess über mehrere Stufen in die Perfektion getrieben. Um die G20 rum gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die dem gleichen Muster folgen. Die nennen sich Standardsetzer im Finanzbereich. Und die
sind auch wieder praktisch die Regierung, entweder die Notenbankvertreter oder Behördenvertreter aus G20-Regierungen und oft auch noch ein paar europäische Länder dazu. Entwicklungsländer normalerweise, ja, also gerade die größten Entwicklungsländer, aber halt nur die größten. Und die machen auch wieder auf diesem informellen Wege, ohne jede Rechenschaftslegung, die machen solche Standards. Das geht dann so, dass die G20 ganz unverbindlich sagt, liebe Standardsetzer, ich nehme jetzt mal eine, die besonders wichtig ist, die heißt Financial Action Task Force oder auf Deutsch und ganz lang Arbeitsgruppe für finanzielle Aktionen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Die haben sehr gern solche langen und drögen Namen und furchtbaren Abkürzungen, weil das ja dazugehört, dass das normale Volk sich nicht dafür interessieren soll. Also wenn man da was drüber schreibt, na, da hat man als der drüber schreibt, wirklich das Problem, wie mache ich das, dass die Leute sich nicht mit Grausen abwenden bei diesen ganzen Namen. Das scheint durchaus Absicht zu sein. Also da kommt dann die G20 zum Kaffeeplausch und sagt, liebe FATF, mach doch mal bitte eine Regelung zu diesem und jenem, um Terrorfinanzierung noch besser zu verhindern als bisher schon. Die kommen dann zusammen zu ihrem Kaffeeplausch und machen sowas aus, reichen das zurück an die völlig unverbindlich natürlich, an die G20. Und die G20 nimmt das in Empfang und sagt, prima, so haben wir es uns vorgestellt. Und verpflichtet sich dann hoch und heilig, dass sehr schnell und 1:1 in die heimische Regulierung umzusetzen. Das heißt, an der Stelle verpflichten die Regierungen dann plötzlich ihre Parlamente dem, was da völlig unverbindlich in diesem Schattenreich ausgemacht wurde, auch zuzustimmen. Und das hat dann schon den Schein des internationalen Standards. Das wird auch bei jeder Formulierung, also in jeder Runde dann irgendwie wichtiger und standardmäßiger. Und dann wird das runtergereicht zur EU-Kommission, wenn es Europa ist. Ne? Und von die sagen, okay, da machen wir eine Regulierung und die muss dann national umgesetzt werden. Oder, und dann können die nationalen Parlamente sowieso nur noch formulieren, aber es ist klar, was da drin stehen muss. Oder wenn es nationale Dinge sind, wird es halt an die nationalen Parlamente gereicht, gern eingebettet in zum Beispiel ein ganz großes Paket von Bankaufsichtsregelungen, wo es dann völlig drin untergeht. Also die Regierungen, das ist ja das Prinzip, die G20-Regierungen vereinbaren das, die haben alle daheim eine Parlamentsmehrheit, die das ja unterstützt, was die Regierung macht. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wird es halt so als internationaler Standard schon verkauft, dass ja auch kein Parlamentarier auf die Idee kommt, was jetzt die ganze Welt sich in so einem Prozess ausgedacht hat, was man machen muss. Da kann ich doch jetzt nicht kommen und sagen, das mache ich aber nicht mit und alles weg. Also das passiert praktisch nicht. Da wird immer nur der Haken dran gemacht und nicht mal drüber diskutiert und deswegen hören wir da nie davon. Und da passieren dann solche Dinge wie das, was jetzt kommen wir zu den Beispielen, wie diese indirekten Maßnahmen aussehen. Wenn man zum Beispiel noch eine Vorrede, diese Standardsetzer wurden also von dieser G20-Partnerschaft darauf verpflichtet und haben das auch zugesagt, bei ihrem Standardsetzen die Ziele der Partnerschaft gegen das Bargeld zu berücksichtigen, also Bargeldnutzung irgendwie zu erschweren und dafür zu sorgen, dass es zurückgedrängt wird. Sie wurden auch dazu verpflichtet, die Better Than Cash Alliance mit an den Tisch zu nehmen, also immer wenn die einen Standard setzen, dann sitzt Visa und Mastercard dabei und sagt denen, wie diese Standards aussehen sollen, damit ihr Krieg gegen das Bargeld irgendwie schön weitergeführt werden kann. Das ist also eine gute Position für Visa und Mastercard.
Und das führt dann zu solchen Standards, dass, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man mit Bargeld über die Grenze geht, da ist die Regelung bisher, unter 10.000 Euro geht keinen was an, ab 10.000 muss man melden, ist erlaubt, aber man muss es anmelden. Jetzt bin ich ganz sicher, ob es schon gilt, aber auf jeden Fall ist das die künftige Rechtslage. Haben die Zöllner das Recht und die Pflicht, wenn sie Bargeld finden und einen Verdacht hegen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann dürfen und müssen sie das konfiszieren, egal wie viel. Es ist keine Untergrenze angegeben. In der Praxis wird es wahrscheinlich ab 1.000 Euro oder so relevant werden können. Und wenn sie das tun, dann auch an eine EU-Stelle melden, von der das an alle nationalen Stellen weitergemeldet wird. Das heißt, die Folge ist, wenn einem das passiert, dann ist man in jeder Geldwäsche-Verdachtsliste in Europa und kommt wahrscheinlich nicht mehr davon runter, was generell so das Prinzip ist. Auf diese Listen kommt man leicht, aber man kommt eigentlich nie wieder runter, weil man auch im Verkehr mit seiner Bank nie wissen darf, dass es überhaupt einen Verdacht gibt. Also man darf schon aus Prinzip keine Chance haben, da irgendwie ein Missverständnis aufzuklären. Aber zurück zur Grenze, weil das so ist. Ein Grenzer fragt mich, haben Sie auch noch Bargeld dabei? Dann sollte ich tunlichst sagen, ja, ich habe hier 2.000. Weil sonst, wenn er es findet, dann bin ich ja schon verdächtig, wenn ich gelogen habe. Und wenn ich es dann sage, dann will der wissen, ja, wo haben Sie das denn her? Und was wollen Sie damit machen? Und wenn ich jetzt mich auf den Standpunkt stellen würde, das geht Sie doch nichts an, ist doch anmeldefrei, dann würde ich vermuten, dass das verdächtig ist und dann ist das Geld halt erstmal weg. Ich krieg's nach spätestens 6 Wochen wieder, aber für meine Reise habe ich es erstmal nicht und muss natürlich mich noch intensiver ausforschen lassen, um zu beweisen, dass es auch in Ordnung ist, das Geld. Andere Maßnahme ist jetzt ein kürzlich verabschiedetes Gesetz, glaube auch wieder EU-weit. Händlern wird verboten, Kunden, die mit Karte zahlen, die erhöhten Kosten in Rechnung zu stellen. Das ist besonders pikant, weil jahrelang war die Argumentation von Visa und Mastercard und Konsorten immer, es wird nur so viel Bargeld bezahlt, weil den Bargeldnutzern die Kosten nicht in Rechnung gestellt werden, die eigentlichen Kosten. Ne? Das wird inzwischen ganz massiv gemacht und jetzt machen sie ein Gesetz, das es verbietet, die Kartenkosten in Rechnung zu stellen. Da sieht man schon, was dahinter ist. Ist also auch was, was in diesem internationalen Schattenreich da ausgekocht und vereinbart wurde. Die ganzen drakonischen Regeln für die Banken, wenn irgendwas mit Bargeld passiert, kommen auch daher. Das heißt, wenn Bargeld ist bei all diesen Standards, wenn es darum geht, Geldwäsche zu verhindern, ist immer das erste und größte Indiz Bargeldnutzung. Was natürlich pervers ist, weil diese ganzen Milliarden Geldwäscheskandale und so, die finden natürlich nicht mit Bargeld statt. Da müssen schon ziemlich viele Leute mit 15 Euro da irgendwie Geldwäsche betreiben, damit das aufgewogen wird. Aber so sind die Standards und wenn ich also irgendwie eine Barüberweisung machen würde, um meinen Rundfunkbeitrag zu zahlen, den ich ja nicht mehr nicht mit Bargeld zahlen kann, wenn ich jetzt kein Konto habe, was ja Leute geben soll, und die gehen zur Bank und wollen eine Barüberweisung machen, also der Bank das Bargeld geben und sagt, überweist ihr das? Die allermeisten Banken machen das nicht mehr und wenn sie es machen, kostet es 15 Euro oder so, was natürlich prohibitiv ist, weil von den Banken verlangt wird, wenn jemand mit Bargeld kommt, den zu identifizieren, also seinen Personalausweis zu kopieren, einen Eintrag in der Datenbank einzulegen mit seinem Namen, seinen Nummern und alles zu dokumentieren, warum das jetzt in Ordnung ist, diese Bartransaktion auszuführen. Klar haben die keine Lust mehr. Oder ich kenne jemanden, der ist Lehrer und macht seit 20 Jahren
mit seinen Schülern einmal im Jahr Tombola für einen guten Zweck. Seine Bank weigert sich jetzt, das Bargeld noch anzunehmen, weil er Privatkunde ist und für den Privatkunden nehmen sie kein Bargeld mehr. Zu einer anderen Bank kann er natürlich erst recht nicht gehen, weil wenn er da schon kein Kunde ist, dann nehmen die es erst recht nicht. Es sind alles so Dinge, die keine natürlichen Entwicklungen sind, sondern genau daherkommen, dass in diesen FATF-Standards und anderen von anderen Gruppen genau solches gefordert wird. Jetzt habe ich Ihre Geduld schon ziemlich strapaziert. Kommen wir dazu, und ich versuche es kürzer zu machen, damit noch Zeit für Fragen ist. Wo führt das hin? Da verweise ich gern auf Amazon und Amazon Go. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben von den Läden. Es gibt zwei davon in Seattle, wo Amazon zu Hause ist. Amazon ist ja eigentlich ein Internetkaufhaus, aber macht zunehmend in physischen Läden und das sind solche. Und das Besondere daran ist, dass es keine Kassen gibt. Und dafür gibt es ein Übermaß an Überwachungstechnik. Also das funktioniert so, dass man sich mit seiner App anmeldet und dann reingeht und dann sind Kameras aus jedem Winkel und in jeder Ecke und sonstige Technik, die dazu führt, dass auch wenn der Laden voll ist mit Leuten, das muss die Technik ja auseinanderhalten, wer ist wer und wer macht was, dass genau registriert wird, was ich da aus dem Regal nehme und meine Tasche stecken, ich muss sonst gar nichts machen. Im Hintergrund wird das abgerechnet und von meinem Konto abgezogen. Das heißt, also da sieht man besonders schön die Technik, ne? Bequemlichkeit, und dafür kriegt man Überwachung. Da sieht man es halt im Extrem, ne? Für so eine Minute oder zwei, die man nicht an der Kasse steht, hat man einen totalen Overkill an Überwachung. Besonders pikant in dem Zusammenhang, man könnte fast meinen, das sind nur Probeläufe für was ganz anderes, diese Läden, weil Amazon diese Überwachungstechnik unter einem Namen, den ich jetzt leider vergessen habe, weltweit an Polizeibehörden vermarktet, und zwar zu Dumpingpreisen. Also diese Kameras mit Gesichtserkennung, die sehr gut dafür sorgen sollen, dass keine Leute verwechselt werden, mit denen wollen sie weltweit mit Polizeibehörden ins Geschäft kommen. Das heißt, die Polizeibehörden haben die Bilderdatenbank auf der Amazon Cloud und die Amazon-Technik sagt ihnen, wer was ist. Das ist natürlich eine unglaubliche Macht dann, wenn man das weit verbreiten kann. Aber es ist wohl nicht nur ein Experiment oder ein Probelauf dafür, sondern Amazon will nach einem Bloomberg-Bericht von kürzlich bis in ein paar Jahren 3000 von diesen Läden weltweit aufmachen. Das heißt, Amazon stellt sich das durchaus so vor, dass das die Norm wird. Und wenn Amazon das pusht, dann passiert es ja auch meistens so, wenn diese Technik verbreitet wird und billig wird und man sich daran gewöhnt hat, kann man sich ja schon vorstellen. Das heißt, stellen wir uns das mal vor, ne? Es ist künftig so, dass es nirgends mehr Kassen gibt und überall diese Überwachungstechnik. Wie sieht es dann aus? Ne? Und dann kommt man ja schon hin, dass wir da völlig manipulierbar werden. Ne? Wir werden ja dann auch von den Apps dahin geleitet und informiert, was es wo gibt und was es zu kaufen gibt. Wir kriegen da im Zweifel, gibt es keine Preisschilder mehr, sondern wir kriegen den Preis direkt angezeigt auf unserer Datenbrille oder unserer App oder was. Und der kann natürlich für jeden anders sein, wie im Internet auch. Das wird also praktisch, die analoge Welt wird genauso gemacht wie das Internet. Und dann kann jeder seinen Preis kriegen, von dem Amazon weiß, kennt ja auch einen Kontostand und alles, ne? Das ist der Preis, den der gerade noch dafür bezahlen wird. Das ist so das Kommerzielle.
aber die Grenzen zur politischen Manipulation verschwimmen, ja. Wir sehen es ja jetzt schon, was die sozialen Medien angeht. Ne? Da gibt es den Druck von den Regierungen in Sachen Fake News und dann werden jetzt halt, ohne dass man da irgendwelche Gerichte bemühen müsste oder irgendjemand sich wehren könnte, weil alles privatwirtschaftlich läuft, werden halt Webseiten, die als Fake News trächtig gelten, aber im Zweifel halt sehr regierungskritisch sind, werden da einfach abgestellt und zwar gleichzeitig von Facebook und YouTube und wie sie alle heißen, sodass die praktisch keine Möglichkeit mehr haben, sich zu äußern. Also das zum Klima. Im Finanziellen und Kommerziellen geht das durchaus genauso. Im Buch zitiere ich einen Vertreter eines indischen Finanzunternehmens, der das Kredite gibt, auch mit so einer Methode, Informationen aus sozialen Medien zur Kreditwürdigkeit mit einzubeziehen, was bei uns nicht erlaubt ist, aber in USA und weiten Teilen der Welt schon. Und der sagt, Leute, die politisch aktiv sind, zu aktiv auf den sozialen Medien, die wollen wir eigentlich nicht haben, weil die machen dann nachher vielleicht Ärger, wenn es darum geht, ob man da jetzt was zahlen muss oder nicht. Wenn man jetzt so an den Glücksspielaufschlag denkt, ne, den es jetzt schon gibt, ist auch klar, dass der Weg ist nicht weit zu solchen Manipulationen, wenn das um sich greift. Auch wer will sagen, dass da dann keiner auf die Idee kommt, also russische Produkte oder chinesische Produkte zu kaufen, ist ja nur völlig unpatriotisch, da kann man auch mal 10% mehr zahlen, das geht dann ganz stufenlos. Das muss dann auch nicht bei jedem gleich sein, sondern wer zu den Privilegierten gehört, der muss da dann vielleicht nicht zahlen und das weiß keiner. Das klang bis vor kurzem vielleicht wie eine von diesen vielen Horrorvisionen, aber man braucht ja nur nach China gucken. Da wird es gerade umgesetzt, da macht die Regierung genau das, also da wird in den Städten praktisch nicht mehr bar bezahlt, da wird alles aus solchen Apps gemacht, die wie eine Kombination aus Amazon, Facebook und PayPal sind, die man also gar nicht mehr verlassen muss, einen ganzen Tag, da bucht man seinen Arzttermin draus, da kauft man ein mit, da verabredet man sich und zahlt natürlich damit. Diese ganzen Informationen und wie bei Amazon Go kombiniert mit Kameras an jeder Straßenecke in China, also das nach England das am dichtesten mit Kameras bepflasterte Land, die jetzt alle noch mit Gesichtserkennung ausgerüstet werden, all diese Informationen fließen in eine Datenbank über jeden Bürger und die soll bis 2021 laufen und ein sogenanntes Sozialpunktesystem bedienen, das genau das Ziel hat, die Bürger zu guten Untertanen und guten Menschen im Sinne der kommunistischen Partei zu erziehen. Also da ist jede Handlung bewertet, wenn man sich zu viele, man startet da mit vielleicht 1000 Punkte und wenn man sich zu viele Computerspiele runterlädt, gibt es Abzug, wenn man ausländische Luxusgüter kauft und nicht zu den Parteibonzen gehört, in Klammer, gibt es Abzug. Ganz viel Abzug gibt es natürlich, wenn man sich kritisch über die Regierung äußert in sozialen Medien. Pluspunkte gibt es für nette Sachen wie sich um seine Eltern kümmern oder freiwillig bei irgendwelchen Baumpflanzaktionen der Regierung mitmachen oder seine Kunden gut bedienen und ein Lob zu kriegen, also für normale Nettigkeiten und einiges und Unterwürfigkeit gibt es Pluspunkte. Und das hat jetzt schon, also diese Systeme gibt es auf lokaler Ebene schon, hat jetzt schon recht dramatische Konsequenzen und soll das auch künftig so haben. Also es ist kein kleines Ding. Wenn man wenige Punkte hat, dann bedeutet das, dass die Kinder nur noch auf die schlechtesten Schulen können, weil diejenigen mit viel Punkten, die haben den ersten Zugriff und man nimmt, was übrig bleibt. Bei Arbeitsplätzen ist es das Gleiche. Wenn man eine Wohnung sucht, ist es das Gleiche. Und umgekehrt, wenn man viele Punkte hat, also das sind
Das wird ganz klar befolgt werden. Wenn man ganz wenige Punkte hat, lässt sich damit sowas wie Hausarrest ersetzen. Das geht ganz graduell, ist auch jetzt schon so. Wer zu wenig Punkte hat, der kann sich kein Bahnticket mehr kaufen, kein Flugticket und keine Hotelunterkunft. Also der hat so eine milde Form des Hausarrests. Kann man dann noch irgendwie Internet und einen Account beim Telefonanbieter dazu setzen, dass der gesperrt wird bei noch weniger Punkte und dann ist man ganz weg. Also das ist das chinesische System und wenn man sich so Amazon Go dagegen hält mit dieser Kombination aus Überwachung und Manipulationsmöglichkeiten und den Möglichkeiten, das eben von der Regierung aus auch zu sagen, wenn jetzt Amazon so ein System steuern würde, Amazon, ihr müsst jetzt endlich mal gucken, dass das mit den russischen Produkten da aufhört oder so, ne? Das ist ziemlich das Gleiche. Und von da aus springe ich dann jetzt gleich zum Schluss und sage, ich hoffe, dass ich Sie damit, wenn es noch nötig war, überzeugt habe, dass es also keine Marotte ist mit dem Bargeld, sondern sehr wichtig und es sehr wichtig ist, gegen diese, generell gegen diese Überwachungskampagne was zu tun, aber ganz konkret Bargeld als eine Bastion für einen ganz wichtigen Bereich gegen die Digitalisierung und damit die Überwachung zu verteidigen. Darum geht es mir. Vielen Dank. Ja.